Vom Design her ist der C-Max wirklich ein gelungenes Auto, wobei im Grunde genommen müsste er ja eine Art Beule sein, denn im Inneren herrschen großartige Platzverhältnisse und die schauen wir uns jetzt einmal an. Vor allem die Kopffreiheit ist riesig im C-Max. Wer da etwas anderes sagt, der geht schon in Richtung Kategorie Mutant. 470 bis 1027 Liter Stauvolumen, das bietet der C-Max und die Sitze, die lassen sich sehr einfach umlegen. Im Inneren des C-Max gibt es eigentlich sehr gute Materialien, sehr viel weiches Plastik, aber natürlich auch etwas hartes Plastik. Das Lenkrad liegt besonders gut in der Hand und die Schaltung ist absolut knackig, aber das kennen wir ohnehin von Ford. Preislich beginnt der C-Max ab 19.050. Die getestete Version, ein Turbodiesel mit 140 PS in der Titanium-Ausstattung, kostet ab 27.950 Euro. Was bleibt, ist ein Prädikat. Das ist durchaus empfehlenswert.